Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar, wie ihr sicherlich schon rauslesen konntet, geht es in dem heutigen Video um Kastration. Und zwar wird der Miki bei uns morgen kastriert. Das hängt damit zusammen, dass er seit dem Welpenalter an Kryptoschismus leidet. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was ein Kryptoschismus ist. Unter Kryptoschismus versteht man das Nicht-Absteigen einer oder beider Hoden in den Hodensack. Bei Miki ist das einer, der bei ihm im Entwicklungsalter nicht abgestiegen ist. Der ist nämlich bei ihm höchstwahrscheinlich irgendwo im Bauchraum. Dementsprechend muss er natürlich auch operiert werden. Genau, also morgen früh ist dann der Termin schon beim Tierarzt. Ich denke, das wird auch so höchstens eine Stunde dauern, die Operation selber. Und danach können wir den Hund auch wieder mitnehmen. Mama Platz. Genau, in dem Zusammenhang habe ich dann überlegt, für euch so einen kleinen Vlog zu drehen, euch da mal mitzunehmen. Soweit es geht, versuche ich das alles mitzufilmen, davor, danach. Und genau, aber ich vermute, dass während der OP ich dann nicht mit dabei sein kann. Die Besitzer werden dann meistens eben mal rausgeschickt. Ich denke, nach einer Stunde, wenn es dann fertig ist, werde ich ihn dann abholen können. Mal schauen, was der Arzt auch danach sagt, wann wir wiederkommen müssen und so weiter halt. Ja, an der Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß mit dem Video und los geht's! So, also bevor wir gleich dann losfahren, ich denke, so eine Stunde fahren wir auch los, wollte ich erstmal noch mit Miki vorher schön rausgehen. Und genau, wir haben hier so einen coolen Park hier bei uns. Wir können auch auf Klo ein bisschen spielen, ein bisschen laufen. Gucken wir, ob da vielleicht viele Hunde da sind, mit denen er vielleicht spielen kann. Ja, wir sind jetzt startklar und fahren dann mal los zum Tierarzt. So, also wir sind jetzt angekommen. Irgendwie bin ich echt aufgeregt, als wäre das meine eigene OP. Miki. Halskrause eingepackt von der letzten OP, die wir mit Miki hatten. Ich kann mal zu kaufen, ist ganz gut. Ich habe hier ein paar Sachen mitgenommen, was zu trinken für ihn, eine Schüssel. Ja, Halsband. Halsband eher für die Halskrause, damit ich Schluss ziehen kann. Genau. So, ja, ich bin jetzt wieder kurz ins Auto gegangen. Miki wurde jetzt unter Narkose gesetzt. Ja, die OP wird ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde dauern. Ich werde dann angerufen, dass ich ihn abholen kann. Ich denke, bis dahin ist er auch schon wach. Und ja, mal gucken, ob er dann laufen kann oder ob ich ihn tragen muss. Also ich hoffe, ich muss ihn nicht tragen, weil der wiegt echt sportliche 25 Kilo. Das ist mir echt too much. Und da ich irgendwie heute noch gar nicht so wirklich gefrühstückt habe, glaube ich, fahre ich gleich mal was essen. Thank you.
So, also wir waren jetzt nochmal beim Tierarzt zur Kontrolle. Ja, soweit ist alles gut, meinte der Arzt. Alles ist gut am Verheilen. Montag haben wir noch einen Kontrolltermin. Da kriegt er auch nochmal ein paar Spritzen. Ich glaube, sowas wie Antibiotikum. Also irgendwie sowas, damit das auf jeden Fall besser abheilt. Und ja, müssen halt jetzt auf ein paar Sachen achten. Also ich glaube, Essen kann er weiterhin so kriegen, wie er bekommen hat. Ich meine, davor hat er jetzt auch nicht großartig viel an Essen bekommen, so vielleicht 500 Gramm BAF. Das meinte der Arzt, kann halt auch so bleiben, also kann es beibehalten werden. Ja, die Spaziergänge hat er gesagt, 15 bis 30 Minuten erstmal so pro Tag. Ist natürlich für Miki katastrophal, weil wir sonst halt, ja, wenn man vergleicht, so 4 bis 6 Stunden am Tag laufen, ist das natürlich extrem wenig. Ich weiß nicht, also der ist auch zu Hause ständig am Schlafen und irgendwie am Rumliegen. Musik. genau, aber ja, damit das wie gesagt alles gut verheilt, finde ich verheilt, damit das halt alles gut verheilt, ja, müssen wir das leider minimieren. Und ja, sonst nichts Großartiges. Wie gesagt, alles ist im guten Zustand. Wenn was sein sollte, haben wir eine Notrufnummer bekommen, dass wir doch anrufen können. Und genau. Komm hier. Na, weit machst du jetzt? Ich bin schon da. Was ist los? Na komm. Na komm, aufstehen. Na komm. Na komm, aufstehen. Na komm. Na komm. Na komm, was? Aufstehen? Nicht der Jutze. Komm hier. Okay. Na los. So, ja, ich wollte mal so ein kurzes Update nochmal geben. Ja, Miki ist, würde ich sagen, noch nicht ganz so fit. Ist ja auch klar, die OP war erst vor ein paar Tagen. Ist ja auch eine ganz große OP gewesen. Er war ja halt auch an dem Tag komplett weg. Er ist auch ganz Zeit nur am Schlafen, am Rumliegen. Also ich versuche ihn da jetzt nicht zu überanstrengen. Also ich gebe ihm schon seine Ruhe, dass er auch sich ausruhen kann. Und jetzt vorhin habe ich ein bisschen versucht, den ja, zu motivieren, ein bisschen mit ihm zu spielen. Aber man merkt, dass er noch gar nicht so richtig fit ist, also noch so gar nicht richtig dabei. Und ja, nur soweit es geht, halt damit er, wie gesagt, ein bisschen eine kleine Abwechslung vielleicht für ihn auch. Wenn er nicht will, dann halt nicht. Dann vielleicht später oder vielleicht morgen nochmal draußen. Ja, wir haben hier einen Garten. Also er hat sich halt auf jeden Fall, ja, nachdem er halt natürlich seine Geschäfte erledigt hat, hat er sich kurz dann auch hingelegt und wollte auch nicht mehr großartig was machen. Also man merkt schon, dass er ziemlich kaputt ist und ja, einfach lustlos, dass er auf nichts so richtig Lust hat. Ich denke mal, das würde mir eigentlich auch genauso gehen nach so einer OP. Von daher, ja. Thank you.
So, wir sind jetzt zum zweiten Kontrolltermin da. So, ja, wir hatten heute nochmal den zweiten Kontrolltermin. Arzt meinte, alles wäre super, alles gut im Verheilen. Mickey war auch sehr tough, der hat halt einiges überstehen müssen. Ein paar Spritzen, ein paar zu viele Spritzen vielleicht. Weil der hat sich auch irgendwie am Wochenende noch am Ohr gekratzt und dafür hat er jetzt auch nochmal eine Spritze und eine Salbe bekommen. Und man hat gemerkt, der wollte nicht mehr, der hat den Schwanz eingezogen, hat sich in die Ecke irgendwie verkrochen. Aber ja. Musste leider halt sein, weil irgendwie war es wohl ein bisschen entzündet bei ihrem Auge, im Ohr. Und ja, aber jetzt ist alles gut. Also der Arzt meinte, alles ist gut, wie gesagt, im Verheilen. Und man sieht schon das äußere Schieben. Ja, der hat die ganze Zeit irgendwie das Ohr so komisch gehalten. Wahrscheinlich, weil ihn irgendwas gestört hat. Also in insgesamt 12 Tagen, das heißt heute in einer Woche, werden dann die Fäden gezogen. Der Arzt wollte, dass wir dann noch mal in ein paar Tagen vorbeikommen, damit er sich das noch mal kurz anschauen kann. Damit er sich auch, ja, damit man sicher gehen kann, dass die Fäden auch wirklich gezogen werden können. Und ja, dann guckt er sich auch noch mal das Ohr an. Aber der hat jetzt auch irgendwas gegen Entzündung was gegeben, also sowas Beruhigendes. Das wird, denke ich, schnell wieder weg sein. Ich habe gerade eine Katze gesehen, die ist, sieht man nicht, die ist da reingerannt eben. So, Jagdposition. Miki, Anspannung. Okay, wir setzen uns kurz hin. Jetzt muss beobachtet werden. Wo ist die Katze? Miki, wo ist die Katze? Ist die da drin? Das sieht man nicht. Gehen wir weiter. Ja, also wir waren heute beim Tierarzt und zwar wurden heute die Fäden gezogen nach genau 12 Tagen. Haben auch heute schon die erste Runde, also die erste lange Runde gedreht. Die Tage davor konnten wir leider nicht so große Runden machen, das heißt eigentlich nur 15 bis 30 Minuten am Tag, hat der Arzt gesagt. Und ja, heute sind wir auch nach genau 12 Tagen endlich mal wieder in unseren Park gegangen, ein bisschen spazieren. Und ja, aber so im Allgemeinen, Miki, geht es auf jeden Fall schon viel, viel besser als die ersten Tage. Die ersten paar Tage, da ja, war er sehr lustlos, wollte nichts machen, nichts essen, auch nichts trinken. Der hat 48 Stunden lang nichts getrunken. Also das war eigentlich direkt nach der OP. Der hat nur rumgelegen und die meiste Zeit auch einfach geschlafen. Der Arzt meinte, das wäre in Ordnung, weil die Narkose halt nachlässt, beziehungsweise die Narkose halt so auf ihn gewirkt hat und das wird auf jeden Fall besser. Und tatsächlich, heute ist der 12 Tage, der ist hellwach, munter, will wieder laufen, spielen. Eigentlich ist er so wie vor der OP wieder, was ich eigentlich ganz gut finde, weil ja, man hat sich schon irgendwie so ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, als Fazit. Bisher habe ich noch keine Veränderung bei Miki gemerkt, also außer dass er wieder hellwach ist, munter und wieder laufen will und spielen. Also ich meine jetzt keine großen Veränderungen. Wie denn auch, es ist ja auch noch kaum Zeit vergangen seit der OP. Ja, wenn ihr wollt, können wir für euch gerne noch so ein Update-Video drehen, also so ein Erfahrungsbericht, ob sich jetzt durch die Kastration bei Miki sich irgendwas verändert hat oder alles gleich geblieben ist, also so wie vor der OP. Ich denke, das macht vielleicht Sinn, nach erst ein paar Monaten so ein Video zu machen, weil ja, der Arzt meinte, das wird halt noch auf jeden Fall 6 Wochen dauern, bis eben
der komplette Hormonspiegel bei ihm abgesunken ist, beziehungsweise komplett bei Null ist. Vielleicht wird es bei ihm auch noch länger dauern, ich weiß es nicht genau. Das kann man ja immer schwer pauschal sagen. Aber ja, wenn ihr wollt, kann ich, wie gesagt, auf jeden Fall so ein Video für euch drehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht eure Erfahrungen teilt, wenn euer Hund auch mal kastriert wurde, vor kurzem oder schon länger her. Würde mich auch super interessieren, wie es bei euch so abgelaufen ist und ob sich euer Hund dadurch irgendwie, also durch die Kastration sich verhaltensmäßig irgendwie sich was getan hat, beziehungsweise ob er sich dadurch irgendwie groß verändert hat. Ja, also das war's dann mit unserem Video heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich auch, dass ihr das Video bis hierhin auch geschaut habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und die Glocke natürlich nicht vergessen, damit ihr auch keine neuen Videos mehr verpasst. Miki freut sich über euren Support natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao!